Meine Damen und Herren, da unsere Direktübertragung vom großen Preis aus Deutschland vorzeitig beendet war, zeigten wir in der Zwischenzeit einen Dokumentarfilm aus Schweden. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Zum nächsten Beitrag. Siege und Niederlagen, so heißt die 10. Folge aus der Reihe Europa im 20. Jahrhundert. Peter Ustinov berichtet vom VE-Day, vom Victory in Europe Day. So heißt in England der Tag, an dem Deutschland die Gesamtkapitulation unterzeichnete, nämlich der 8. Mai 1945. Eine neue geschichtliche Epoche konnte damit beginnen, vor allem für asiatische und afrikanische Völker. Viele unter ihnen erhielten nun ihre Unabhängigkeit von den großen Kolonialmächten.